Wir sind gerade dabei und machen das jetzt. Ganz klassisch den hier machen. So, jetzt habt ihr das mal gesehen. Dann haben wir hier grün. Nee, blau. Sorry. Guten Morgen. Na, alles fresh? Gut geschlafen? Soll ich was vom Bäcker mitbringen? Weil ich würde wahrscheinlich noch mal kurz irgendwie zum Ding laufen. Zum Punk. Wollte ein bisschen Geld abheben. Und dann dachte ich mir, ich könnte euch was vom Bäcker mitbringen. Wenn du willst. Servus, Lichtkeiten, und willkommen zu diesem neuen Video. Ihr habt das bestimmt schon mal gesehen, aber der ein oder andere Streamer da draußen oder YouTuber hat so eine richtig coole Wolkendecke. So mit LEDs drunter, dass es so ein bisschen ausschaut wie Blitze, LED-mäßig, krass halt einfach lull. Und ich dachte, als Streaming-Hintergrund wäre das richtig, richtig cool, das auch zu machen. Allerdings ist so ein Kack wirklich aufwendig. Ist halt eine ziemliche Fummelarbeit. Und deswegen habe ich mir gedacht, es wäre vielleicht richtig cool, jemanden noch mit dazu zu holen, der ein bisschen Erfahrung hat und dementsprechend also ein bisschen Lebenserfahrung hat. Und somit präsentiere ich euch, meine lieben Damen und Herren, mein Dad. Okay, der ist noch nicht da. Bringt noch was vom Bäcker mit und so, dass wir erstmal ein bisschen Nahrung haben, damit es losgeht. Aber was brauchen wir eigentlich für so eine Wolkendecke? Erstens brauchen wir LEDs. Und zwar solche, die halt auch ein bisschen auf Dinge reagieren, auf Geräusche und dementsprechend sich ein bisschen anpassen. Ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben, denn so LED-Stripes, da habe ich einfach 20 Meter Gold. Was brauchen wir natürlich noch? Wir brauchen auch noch Watte. Da habe ich so zwei große Packungen geholt, also 2 × 1000 Gramm. Ich denke mal, das müsste wahrscheinlich ausreichen. Eine Packung ist allerdings jetzt schon voll aufgeplatzt. Und deswegen habe ich die in so einen Beutel gepackt. Sprühkleber habe ich auch mit am Start, der richtig gut ist. Das habe ich schon mal, als wir bei einem Kumpel waren, also beziehungsweise als ich bei Marco war, haben wir den Sprühkleber verwendet, um seinen Popschutz, was an die Wand rankommt, einfach zu kleben. Und es hat super funktioniert, es hat super gehaftet. Kleiner Tipp, falls du das auch machen möchtest, dann solltest du dir definitiv irgendwie die Decke erstmal vorher tapezieren oder so. Oder irgendwas drunter machen, vielleicht so Holzbretter, eine ganz dünne Schicht oder eben Blätter ranheften oder whatever. Weil wenn du das ganze Zeug wieder runterfriemelst, dann ist das so ein Und deswegen macht das besser so. Ich weiß, Decke tapezieren und so, mega die Arbeit, aber mach das. Ich mach's nicht. Und ich sag jetzt auch warum. Wir wohnen hier schon seit über 10 Jahren. Wir müssen definitiv, dadurch, dass wir uns natürlich schon übel eingerichtet haben, in den ganzen 10 Jahren über, haben wir natürlich jede Menge Sachen auch verändert. Und das müssen wir alles auf Standard zurückstellen. Das heißt, wir haben grundsätzlich, wenn wir hier ausziehen, einen so Haufen Arbeit. Das wird richtig heftige Arbeit. Und da dachte ich mir, wenn in jedem Raum irgendwas gemacht werden muss, dann kommt es nicht darauf an, dass ich die Decke auch noch mitmache. Es reißt es nicht raus für uns an Arbeit. Es reißt es nicht raus, wenn wir jetzt sagen, ja, aber wenigstens müssen wir die Decke nicht mitmachen. Es reißt es überhaupt nicht raus. Scheißegal. Machen wir das so. Aber wenn du das natürlich machen möchtest, dann mach irgendwie vorher was drunter, dass du es einfach wieder abziehen kannst. Super. Passt. Damit du wohl sagen kannst, du hast es selber gemacht. Weil, ne? Ich wieder, wa? Das hätte ich ja nicht für möglich erhalten, wa? Ich hoffe, das funktioniert alles. Ja, von der Mischung davor. Ja, und mein Vorschlag ist, das genauso zu machen, aber anstatt du gleich hier vorne gehst, schon gehst du erstmal nach da und dann ab da ungefähr. Ab hier dann, nach in die Richtung. 2 Stunden später. So Leute, kurzes Zwischenupdate. So schaut das Ganze dann aus. Hier die LED gehen rauf, dann im Zickzack wie so ein Blitz und enden dann letztendlich da. Jetzt müssen wir noch die zweite LED, die kommt dann auch von unten und geht dann aber direkt einen Weg. Müssen wir dann mal schauen, wie wir das dann machen. Weiter da! So, kann man das lassen. Komm mal da hoch! Dritter Tag. Ganz klassisch den hier machen. So, jetzt habt ihr das mal gesehen. Vierter Tag. Jetzt kommt die Watte hin mit Sprühkleber. Und dann
melden wir uns. Scheiße. Wirklich scheiße. Das hier sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Ich habe immer noch Watte an den Fingern. Aber das hier ist noch frei. Und warum machen wir nicht weiter, obwohl wir Watte haben? Weil das die falsche ist. Ich habe nämlich zweimal dieselbe bestellt. Das heißt, die hatten beide dieselbe Artikelnummer. Das war derselbe Artikel. Punkt. Es war dieselbe Watte. Ich habe extra nochmal nachgeschaut jetzt. Es sind zwei unterschiedliche. Die eine ist weiß und hell. Und lässt sich super gut auseinanderziehen und klebt auch perfekt. Also das ist eine richtig gute Watte. Aber die andere ist ein bisschen dunkler. Und die fuselt so total. Also die kannst du total leicht auseinanderfriemeln. Und das ist gar nicht, die lässt sich gar nicht wirklich auseinanderziehen und alles, sondern da ist, also da entsteht nur Scheiße. Ich glaube, das sieht man sogar. Ich weiß leider nicht, ob man das in der Kamera erkennt. Aber das ist die schlechte Watte und das ist die weiße. Ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich erkennen kann. Den Unterschied zwischen den beiden. Mit der Watte können wir nicht arbeiten. Die ist für den Arsch. Und das heißt, wir können jetzt nicht weitermachen. Das können wir höchstens mal dann irgendwie beim DM oder so vorbeilaufen und einfach mal schauen, ob die rein zufällig so eine Watte haben. Beim Hersteller kann ich auch nicht sagen, ich will jetzt die gute Watte, weil es ist ja beides dasselbe Artikel gewesen. Das ist sau scheiße. Können wir nicht weitermachen. Das heißt, es bleibt jetzt erstmal so. Sau beschissen. Sau beschissen. Ich melde mich dann einfach, sobald ich neue Watte habe. Das kann jetzt für euch ist es ein Clip, für mich ist es ein paar Tage. Geil, Mann. Eine Ewigkeit später. Yo, what's up? Neuer Tag ist angebrochen. Gestern war ich sogar nochmal, das habe ich allerdings nicht mehr gefilmt, unterwegs und zwar im DM. Lustigerweise hat der DM sogar Watte und dementsprechend habe ich mir gedacht, nimmst du mal irgendwie 3 Packungen mit, um zu gucken, ob das die Watte ist, mit der du gut arbeiten kannst. Leider, ich weiß jetzt leider nicht, ob man das hier sieht, gibt es einen kleinen farblichen Unterschied zwischen der weißen Watte und der hier. Aber ich weiß leider nicht, ob man das gut erkennt. Aber es ist nicht so schlimm jetzt der Unterschied wie bei der anderen. Zudem kannst du die Watte auch wirklich ausbreiten und da kannst du wirklich was mitmachen. Nicht so wie die andere. Jetzt werden wir halt noch die Lücken füllen. Ich habe jetzt nochmal 4 weitere besorgt, weil lustigerweise die drei, damit konnte ich das hier machen. Jetzt werden wir einmal den Bereich hier machen, bis hier. Also, dass das hier so abschließt halt. Hier halt ein bisschen die Lücken zu, genau da und da. Und dann müsste es auch durch sein, dann ist das Projekt endlich durch. Kleiner Tipp, wenn ihr die Watte benutzt, benutzt so Handschuhe, so vielleicht für den Einmalgebrauch, aber benutzt die. Benutzt die bitte. Warte, weil das ich habe immer noch Probleme. Ich habe immer noch an den Fingern teilweise irgendwo Wattefusseln, die einfach nicht runtergehen. Das ist abnormal wegen dem Scheißkleber. Ach. Die ganze Watte schon mal hier zerpflückt. Scheiße, wenn die Handschuhe mehr kleben als die Decke. Ich werde euch übrigens den ganzen Scheiß einfach mal in der Bio verlinken. Aber macht es auf gar keinen Fall allein. Holt euch da irgendjemanden dazu. Es geht viel schneller. 3:28 Uhr nachts. Okay, Guys, jetzt wird's schon dunkler da draußen. Und das wiederum bedeutet, wir können jetzt endlich mal die Wolkendecke testen. Ich habe es jetzt endlich geschafft. So schaut das Ganze jetzt aus. Genau. Es geht zwar ein bisschen so bogenmäßig, aber ich finde es jetzt gar nicht mal so schlecht. Schade, trotz alledem, man sieht, finde ich immer noch den Unterschied. Ich hätte so gern komplett weiß gehabt. Aber ich finde es auch so eigentlich echt schön. Und wenn die LED ja an sind, dann glaube ich, sieht das echt geil aus. Und wir testen das jetzt mal. Wow, ist das sick, ist das sick. In Gelb schaut das so aus, dann haben wir hier Grün, nee, Blau, sorry. Dann Lila, Rot, ich finde es aber eher, das ist eher lila als rot. Wahnsinn, das sieht ja so krass aus. Das ist es.
geil, oder? Ist das nicht geil? Ich find's mega. Wow. Jetzt testen wir mal, ob das mit der Musik auch geht. Hab echt viel in meinem Life. Bin wach bis in die Night. Ich hab heute Zeit. Doch sei wie es sein. Ich mein. Lass mal ein Gewitter anmachen. Jetzt haben wir das Projekt abgeschlossen. Richtig cool. Wie gesagt, wenn ihr das macht, dann macht vorher irgendwas drunter und nicht denselben Fehler wie wir, weil das wird eine richtige Arbeit, wenn wir mal ausziehen. Aber das ist ein echt geiler Hintergrund. Geht einfach irgendwie in DM-Markt rein und kauft euch sowas. Das ist 200 Gramm Watte. Die könnt ihr super auseinanderziehen, die könnt ihr mitarbeiten. Vor allen Dingen ist das 200 Gramm. Und 200 Gramm kostet 95 Cent. Ich habe für 1000 Gramm 15 Euro bezahlt pro Packung. Das heißt insgesamt 30 Euro. Was heißt, mit so einem DM-Ding wäre ich bei 1000 Gramm mit 5 Euro. Ich hätte mir also 10 Euro gespart. Geht also in irgendein DM rein und holt euch so eine Watte. Ist viel, viel besser. Um die LED festzukleben, empfehle ich euch wirklich einen Heißkleber. Ich habe mich zwar maximal verbrannt, Alter. Aber kann man das sehen? Ja, keine Ahnung. Aber das ist... Ey, es hat so viel getan, Herr Unwitz. Danke nochmal an den sehr geehrten Herr Vater, der genau versucht hat, mir zu helfen. War richtig, richtig cool. So, das war's von mir. Was habt ihr für Erfahrungen schon gemacht mit Wolkendecken oder wollt ihr euch sowas mal machen oder findet ihr sowas gar nicht mal so gut? Schreibt mir das in die Kommentare. Ansonsten, was ist mit dem Video und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.